Herzlichen Dank, Michel, für einen engagierten, für einen fulminanten Vortrag, eine Tour d'horizon durch die Vita und das politische Wirken von Valéry Giscard d'Estaing. Großartig. Ich denke, wir haben wirklich viele Details und viele Aspekte von dir präsentiert bekommen, eingebettet in den größeren Kontext der deutsch-französischen Beziehungen, auch der internationalen Beziehungen, der europäischen Integration. Meine erste Frage an dich ist eine Frage, die sich für alle Historikerinnen und Historiker stellt. Mit welchen Quellen hast du eigentlich gearbeitet für deine große Studie über Valéry Giscard d'Estaing? Und dabei besonders die Frage, konntest du ihn auch benutzen als Zeitzeugen, also Oral History? War das auch für dich kein Problem? Also das war sehr schwierig, weil, wie gesagt, damals waren die Quellen noch nicht offen, die offiziellen. Das kommt erst jetzt, also seit ein paar Jahren. Und ich habe ja über einen größeren Zeitraum gearbeitet. Und alles, was eben für die 70er Jahre war, also die Zeit, wo er Präsident war, war nicht zugänglich. Und deshalb, also ich bin ja auch nicht in der Kategorie der Historiker, wohlgemerkt, ja. Und ich habe es halt so gemacht, wie es gerade ging, mit allen öffentlichen Quellen. Und da war ja auch schon sehr viel. Und ich habe auch sehr viele Interviews geführt. Natürlich ist es nur ein Anfang. Und natürlich haben uns inzwischen und werden auch noch Historiker im Archiv sitzen. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Minister, den ich interviewt hatte oder wer mir das gesagt hatte, die werden sowieso nicht alles haben, weil zwischen Schmidt und Giscard so viel ohne Spur geblieben ist. Die beiden, wie gesagt, wie ich betont habe, haben sich direkt verständigt, telefonisch, null Spur davon, kein Übersetzer dabei, und die haben sich einfach direkt vom Élysée-Palast aus in Frankreich oder von Bonn aus telefoniert. Und das ist natürlich, so. Aber ich glaube nicht, dass sehr viel falsch war in dem, was ich gesagt habe. Also ich glaube schon, ich gehöre zu den Leuten, die dazugehören, dass man schon einiges machen kann. Und wie gesagt, Analysen und auch Einbettung in weitere Kontexte. Und ich habe sehr viele Interviews wird von verantwortlich aus dieser Zeit. Also das wäre schon jetzt mal kurz die Antwort. Und Giscard persönlich habe ich auch, konnte ich auch treffen, aber das war, wie gesagt, diese Arbeit habe ich dann 2002 abgeschlossen, im Moment, wo Giscard Präsident des Konvents geworden ist. Es war natürlich sehr spannend, aber auch sehr schwierig für mich, denn wann soll ich meine Arbeit aufhören? Und das war richtig ein Punkt. Eine ganze Phase der deutsch-französischen und europäischen Geschichte zu Ende mit den Euros in der Tasche und so weiter. Und er wird Präsident vom Konvent, der dieses große Europa organisiert. Also inhaltlich war das dann eben der Punkt, aber deshalb hat es auch länger gedauert bei mir, dass ich dann den Schlusspunkt setze. Aber wie gesagt, Giscard habe ich in den 90er Jahren getroffen, und also viele meiner Kollegen, auch ältere Historiker, konnten ihn nie treffen. Er hat immer im letzten Moment abgesagt. Er wollte damals ja auch noch eine Rolle spielen, eine wichtigere, und wer weiß, vielleicht auf nationaler Ebene. Und deshalb wollte er auch gar keine Interviews so persönlich für Historiker geben. Das wäre zugegeben von ihm wahrscheinlich, das ist schon Vergangenheit, das ist Geschichte. Da spielte vielleicht auch noch eine psychologische Komponente mit eine Rolle. Aber ich hatte ihn dann einmal getroffen, und in dem Moment, aber leider wurde das Interview dann recht unterbrochen, weil er gerade komplottiert hat, sozusagen, eben wegen der Maastricht-Kriterien, weil wir gerade in Europa eine kleine Krise hatten. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Jahr das war. Das war im zweiten Teil der 90er Jahre. Und er hat unbedingt gesagt, wir müssen den Deutschen, und er hat auch telefoniert von mir, und dann ist er in ein Flugzeug gesprungen. Er hat dann gerade vorgeschlagen und auch in den Medien öffentlich gemacht, man solle doch bitte die Maastricht-Tendenz nicht so strikt nehmen, sondern die Tendenz anschauen, wie sich die Länder eben anstrengen, um in den Euro-Club da reinzukommen. Mhm. Und damals hat der Theo Weigel da seine 3,0-Geschichte so sehr betont. Das heißt, er war damals noch sehr aktiv und wollte eigentlich selber wenig Interviews geben. Wo ich mich wirklich erinnern kann, ist, er hat sehr viel eben über die Kriegszeit auch erzählt, ne?
Und auch wie er das interpretiert hat, als de Gaulle 1945 gesagt hat, Ende August, Paris, qui se libère seul. Also Paris hätte sich selber befreit. Und das, klar, damals, das konnte ich damals nicht einsehen, weil die Amerikaner auch Paris mitbefreit haben, auch wenn natürlich Gaullisten damit da waren. Also schon, also die Divergenzen mit de Gaulle auch, waren auch schon damals, damals da. Und auch die Geschichte, dass er dann mit als Soldat mitgekämpft hat für die Befreiung Europas und so weiter. Aber wie gesagt, damals schwierig, mit, als ich da geschrieben habe, mit Quellen. Aber wie gesagt, ich habe es mit dem Öffentlichen gemacht vor allem und mit den ganzen Interviews. Vielen Dank. Ich habe noch eine ganze Fülle von Fragen. Ich würde gerne mal beginnen chronologisch. Du hast ja erwähnt, Giscard ist geboren in Koblenz im Jahr 1926. Du hast ein bisschen was gesagt zur Rolle seines Vaters. Vielleicht nochmal zum Hintergrund der Biografie. Wie wichtig ist diese Herkunft und welche Rolle spielte sein Vater? Du hast erwähnt, eine frühe Publikation des Vaters aus den 50er Jahren zu Fragen der europäischen Währung. Wie stark ist diese Sozialisation, diese Herkunft als Schlüssel zum Verständnis des späteren Politikers und Staatspräsidenten Frankreichs? So, also weil meine Untersuchung über so eine große Zeitspanne ging, eben und nicht wie es die Historiker eher machen, und das hat natürlich auch seine Berechtigung über eine, Ereignisse oder kürzere Zeiten, habe ich diesen Punkt, konnte ich nicht erläutern, und das wäre eine, die Antwort hätte ich nur über eine persönliche Antwort von Giscard selbst bekommen können, ja, und die habe ich eben nicht gehabt, aber ich meine, das ist ja, es kann ja kein Zufall sein. Ich meine, wenn man liest, was da im Buch ist, ja, und was Giscard später gemacht hat, das heißt, das kann er ja nur schon in seiner Jugend mitgekriegt haben, ja, was der Vater da für Gedanken hatte, für proeuropäische Gedanken, ja. Und wie gesagt, bestimmt, ja, das hat bestimmt eine große Rolle gespielt. Wie gesagt, nur er persönlich hätte diese Frage beantworten können, eigentlich, ja. Aber eigentlich ist es so, dass man, er hat sich, ich weiß, das habe ich jetzt, ist schon länger her, aber er hat sich nicht so gut mit seinem Vater verstanden, wie, also es war, er hat sich vor allem mit seiner Mutter sehr gut verstanden. Aber wie gesagt, ausschlaggebend ist, dass er nie dieses Misstrauen Deutschland gegenüber gehabt hat, nie. Er hatte ja auch vielleicht, also ich will jetzt keine wilde Psychoanalyse machen, aber seine, die Frau, die sich um ihn gekümmert hat als Baby, war eine Deutsche, von der er ein sehr positives Bild hat. Ja, und deshalb hat er auch die ersten Töne auf Deutsch gehört. Ja, also wie gesagt, das, der war ja wirklich in den ganz ersten Lebensjahren mit einer Deutschen, von einer deutschen Frau, die dann auch mit nach Paris gekommen ist. Aber wie gesagt, deine Frage könnte nur Giscard selber antworten. Dann gehe ich weiter an eine neue Thematik. Und dein Vortrag war ja sehr auch historisch und damit auch geschichtswissenschaftlich angelegt. De Gaulle, Stichwort De Gaulle. Wie weit hat sich, ich sag mal, der Schatten des Gaullismus oder des Neo-Gaullismus immer wieder über die fortgesetzten Initiativen von Giscard in den 70er Jahren und in späterer Folge auch immer wieder über ihn hinweggelegt oder eher im Schatten dieses Gaullismus, Neo-Gaullismus sich bewegen müssen? Wie weit war das eben auch ein Hemmschuh? Und du hast gesagt, er schwebte eigentlich immer zwischen den Referenzpunkten Jean Monnet und Charles de Gaulle. Letztlich war aber doch Stärke für eine Teilung der Souveränität mit dem Argument, jetzt kommt's, dass das auch mehr Souveränität für Frankreich bedeuten würde. Hat er sich eigentlich in diesem Diskurs gegenüber den Souveränisten, wie du sie bezeichnet hast, auch behaupten können, oder war das letztlich immer wieder eine unüberwindliche Barriere? Also erstmals die erste Frage, Gaullismus. Ich meine, solange wir in der 5. Republik sind, sind wir von Gaullismus geprägt. Wir sind ja eigentlich, das sage ich jetzt total provokativ, aber wir sind ja mehr oder weniger in einer Monarchie, einer zentralen Monarchie in Frankreich, heute immer noch. Und das spielt alles eine Rolle, sodass das föderale Modell ganz weit entfernt ist von uns. Ja? Und deshalb ist es auch viel schwieriger für Franzosen überhaupt, sich ein föderales Europa vorzustellen. Viel schwieriger als für Bundesbürger, also Bürger der Bundesrepublik. Bundesrepublik Deutschland, ja? Also, wie gesagt, Föderalismus ist für euch was ganz Natürliches und für uns was ganz Unnatürliches, ja? Und jetzt seit Ludwig dem 14. haben wir einen zentralen Staat,
haben wir eben die regionalen Identitäten auch unterdrückt und so weiter. Dies rächt sich jetzt auch manchmal mit Korsen oder mit der Bretagne oder sonst wo. Aber ich meine auch die Einheit der Sprache und so weiter. So, das hat auch Vorteile gehabt in der Geschichte für die Behauptung unseres Landes und sonst was. Aber wie gesagt, Le Föderalisme, das ist uns ganz fremd. Ja? Und deshalb über de Gaulle hinaus, aber de Gaulle hat das natürlich wesentlich dann weiter mitgeprägt mit seinem System der Fünften Republik ja auch. Und also die erste Dezentralisierung hatten wir Anfang der 80er Jahre unter Mitterrand mit Gaston Lefebvre. Ja? Also wie gesagt, das hängt nicht, es geht viel darüber, viel weiter darüber hinaus als die Figur von de Gaulle, auch wenn er natürlich da eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Aber Sie wissen ja, der Stolz der Franzosen, wir sind ja überhaupt die Besten und das braucht keiner bestreiten. Und wenn diese Basis da ist, dann können wir weiterreden. Aber ich meine jetzt nur La Grande Nation, wie die Deutschen von uns sagen, ja, also mit ein bisschen Spott natürlich, das kann man natürlich auch verstehen, ne? Also de Gaulle und ansonsten hätte er Frankreich nie wieder so international aufwerten können, im Krieg und nach dem Krieg. Also das war jetzt wirklich die Leistung auch de Gaulle, wirklich auch Frankreich wieder so ins internationale Spiel zu bringen. Dank de Gaulle sind wir wieder was geworden, auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja? Und das spielt natürlich für das kollektive Verständnis auch eine Rolle. Und zwar hat es de Gaulle auch dadurch geschaffen, auch durch die Nuklearwaffe, Independance und so weiter. Und ich meine, das Missverhältnis zwischen de Gaulle und den Amerikanern, der war schon auch im Zweiten Weltkrieg da. Das ist eine sehr alte Geschichte, ja. Aber dann auch der Austritt aus dem Führungsgremium der NATO Anfang der 60er und weiter und diese Doktrin der Unabhängigkeit. Ich meine, auch unter Mitterrand hatten wir noch diese Doktrin, dass die Deutschen sich nicht hundertprozentig auf uns verlassen konnten, wenn die Sowjets angreifen. Also ich meine, das sind auch alles Sachen. Also unsere Indépendance, ist ja auch wenn man ganz genau weiß, dass eigentlich geheim sehr viel lief mit den Amerikanern, ne? und auch technisch und technologisch und so weiter. Aber offiziell war das und ist das immer noch diese Geschichte von Indépendance. Ne? Und das ist ganz wichtig für die Franzosen, auch Deutschland gegenüber. Okay. Denn das gleicht es etwas aus, dass Deutschland uns wirtschaftlich Ende der 70er Jahre überholt hat. Man darf das nicht unterschätzen. Ich meine, wenn man sieht, die Reaktionen, die sind ja auch irgendwie empfindlich, dass die Angst vor einem deutschen Europa, ne? Wo doch Frankreich normalerweise Europa leiten sollte, sozusagen. Also das sage ich jetzt absolut so provokativ. Oder wenigstens gemeinsam. Und Schmidt und Giscard, weil die beide meinten, das ist das Interesse des eigenen Landes, ne? Das hat ein perfektes Spiel gegeben, auch vom Auftritt her. Schmidt war so klug, dass er Giscard immer den Vortritt gelassen hat. Auch im Erscheinen. Also das sind alles Aspekte, die darf man auch in der Geschichte nicht unterschätzen. Also jetzt, wie gesagt, Giscard, de Gaulle. Wie gesagt, in den 70er Jahren, er hatte die Gaullisten in seiner Mehrheit. Er hat die Gaullisten gebraucht, um überhaupt wieder gewählt zu werden, 81. Also das war schon ein Hemmschuh, auf jeden Fall. Ja, einerseits. Aber man muss auch sagen, wenn man ganz genau liest und so, er war auch nicht für ein föderales Europa nach deutschem Modell. Das war immer, er hat immer gesagt, Europa, das ist sui generis, c'est une invention, c'est quelque chose qui n'a jamais existé dans l'histoire. Was wir da erfinden müssen, ist was ganz Neues, ein neues Gebilde. Und das war immer seine Idee. Also er war, wie gesagt, auch von Gaullismus geprägt und auch ehrlich davon überzeugt, nicht nur aus taktisch-politischen Gründen, sondern wirklich überzeugt, ja. Und wie gesagt, seine Idee war, ein ausgeglichenes Duo Deutschland-Frankreich gemeinsam die anderen mitreißen. Und das ist ja auch ziemlich gaullistisch. De Gaulle hat ja schon, also der hatte eine Vision, das kann die anderen natürlich nur beleidigen und konnte man heute gar nicht hören. Aber der hat mir gesagt, also ich will jetzt ihn nicht nachahmen, aber de Gaulle, ich kann nicht auch schlecht, aber la France et l'Allemagne, et les autres, c'est les légumes autour. Also, wie gesagt, Europa als Gericht, ne? Wir sind der Braten in der Mitte, Deutschland und Frankreich, und die anderen drumherum, das sei, was es schön macht, natürlich, ne? Und schmackhaft, das sind die ganzen Beilagen. Also natürlich, und Giscard hat ein bisschen auch, also er hat es nie so gesagt, aber das war ja auch die Auffassung von Giscard. Also,
wie gesagt, Deutschland und Frankreich in der Mitte als zentrale Länder, die die anderen mitreißen müssten. Voilà. Großartig. Und die zweite Frage war? Ja, die zweite Frage ist damit eigentlich schon beantwortet worden, nicht? Die geteilte Souveränität und die Souveränisten, nicht? Also die Frage, konnte er sich letztlich gegen die Souveränisten zum Teil behaupten, mit der Argumentation, geteilte Souveränität heißt auch mehr Souveränität für Frankreich? Also sein Argument, was ja natürlich auch einige, und das hat er sehr benutzt im Referendum über Maastricht, was ja auch nur knapp mit dem Jahr ausging in Frankreich 92, ja? Sein Hauptargument war, wenn wir die Währungsunion nicht machen, haben wir die Vormacht Deutschlands über die Deutschmark und zwar für immer. Ja? Also wie gesagt, du siehst, also das ist eine Art und Weise, dieses Argument zu benutzen. Souveränität geteilt bringt uns mehr, weil wir sonst sowieso die Deutsche, uns der Deutschmark unterwerfen sollten. Also unter dieser Version eigentlich. Toll, verstehe ich. Diese ganze Ambivalenz hast du wunderbar beantwortet. Bleibt Jean Monnet. Jean Monnet hat noch dieses Aktionskomitee für die Vereinigten Staaten von Europa. Das existiert von 1955 bis 1975. Wie verhält sich eigentlich Giscard zu diesem Aktionskomitee und zu Jean Monnet? Wir wissen von Helmut Schmidt, dass er für Jean Monnet eingetreten ist, sich auch in diesem Aktionskomitee positiv artikuliert und geäußert hat. Wie war das mit Giscard und Monnet? Also wie gesagt, Giscard ist diesem Komitee beigetreten, als er zurückgetreten ist von der De Gaulle-Regierung, ja? Und Schmidt ungefähr in dem Moment auch. Aber ich war in Lausanne im Archiv vom Komitee und da konnte ich feststellen, ich habe die Sitzungen angeschaut, Giscard war nie präsent. Okay. Ja? Aber das war symbolisch natürlich ein ganz deutliches Zeichen, ne? Ihm das Beitreten, ne, zum Komitee. Und dann war das auch so, dass Giscard, als er Präsident war, Jean Monnet eingeladen hat, natürlich ins Élysée, und ihn zum Ehrenbürger gemacht und so weiter. Also es gibt schon, also symbolisch gibt es sehr viel und das sagt auch sehr viel aus. Kommen wir zum Gipfel von Den Haag 1969. Das ist die Zeit von Georges Pompidou nach dem Rücktritt von de Gaulle. Wie stand eigentlich Giscard zu einem der Beschlüsse des Haager Gipfels, nämlich die Norderweiterung anzupeilen? Das heißt also, wir reden von Dänemark, wir reden von Irland, wir reden von Norwegen, die dann später in einer Volksabstimmung dagegen sind. Aber wir reden auch von Großbritannien. Schmidt war ja ein Fan der Briten, lange Zeit. Wie stand eigentlich Giscard zu Großbritannien, zum Vereinigten Königreich? Also nicht so positiv wie Pompidou. Pompidou war für den Beitritt der Engländer als Ausgleich gegen Deutschland. Ja, wie gesagt, Pompidou war ja sehr misstrauisch Deutschland gegenüber. Er war sehr misstrauisch der Ostpolitik von Brandt gegenüber. Und das, also nur zu sagen, also der Kontrast ist krass. Wie gesagt, Giscard und Schmidt, die dauernd direkt telefonieren und gar keinen Übersetzer brauchen. Und der Übersetzer zwischen Pompidou und Brandt, der in seinen Memoiren erzählt, wie langweilig das war, und sagt, das Schwierigste war, die Schweigeminuten zu übersetzen oder die Schweigemomente zu übersetzen. Ja? Also das sagt auch schon sehr viel aus. Ja? Und wie gesagt, diese Einstellung, dieser Tropisme pro-Britannique von Pompidou hat Giscard nie geteilt. Aber das haben beide dann natürlich sehr bereut, ne? Und andere. Man sieht ja, wie sehr Margaret Thatcher ab Ende der 70er Jahre und sehr lange eben dann jeden Fortschritt verhindert hat. Das muss man ja auch sagen. Ja? Also, Waren eigentlich Michel Helmut Schmidt und Valéry Giscard d'Estaing Verbündete gegen die Eiserne Lady, gegen Margaret Thatcher? Ich will sagen, hat diese britische Position der Zurückhaltung, der Reserve, des Bremsens, ausgenommen Binnenmarktprojekt, beide Seiten, Giscard und Schmidt, noch näher zusammengeführt? Das ist die Frage. Also man muss schon sagen, die Hauptentscheidungen von Giscard und Schmidt, als sie Verantwortung tragen, also die höchste Verantwortung tragen, da war Thatcher noch nicht da. Mhm. Das heißt, die Entscheidungen wurden vorher getroffen. Mhm.
Und deshalb hat das kaum eine Rolle gespielt. Das hat dann für Mitterrand und Kohl natürlich eine große Rolle gespielt, ja. Und deshalb dann in den 80er Jahren Binnenmarkt und so weiter und wenig andere Fortschritte. Aber übrigens waren Kohl und Mitterrand gar keine Spezialisten für Währungsfragen und Finanzfragen. So ist es. Und deshalb fanden dann eben Giscard und Schmidt, dass es viel zu langsam vorankam, diese Währungsunion in den 80er Jahren. Jetzt möchte ich jetzt noch kurz betonen, weil ich das vorher ein bisschen kurz kam. Giscard und Schmidt haben, wie gesagt, 60 Comité Monétaire de l'Europe gegründet. Comité pour l'Union Monétaire de l'Europe. Also klingt schon sehr Jean Monnet, ne? Von der Formulierung schon. Das ist wohl wahrscheinlich kein Zufall. Und dieses Komitee, das waren 17 Leute, ganz wichtige Leute in den Währungsfragen in Europa aus allen Ländern. Und das war auch Verantwortungsträger und so weiter. Die haben 2 Jahre lang gearbeitet. Ein Text, dann Vorschläge dem Jacques Delors weitergereicht. Und das war mit eine Basis für die Arbeit von Jacques Delors mit seinem Team, das dann zu den Vorschlägen für Maastricht geführt haben. Ne? Also deshalb haben sie, nur um zu sagen, die haben dann versucht, eben über einflussreiche Netzwerke und da auch mitzuwirken, also für die Zeit nach Maggie wahrscheinlich auch, ne? Oder was grad dann gerade möglich ist, weil, wie gesagt, die Währungsunion denen so wichtig erschien. Kannst du dieses Komitee noch einmal langsam sagen, weil wir hatten einen leichte Tonprobleme, dass es für alle Zuhörerinnen und Zuhörer noch einmal verständlich ist. Jenes Komitee, das Giscard begründet, mit Schmidt gemeinsam trägt, das in einer Anspielung von Monet verstanden werden könnte. Also wie gesagt, das Komitee hieß Comité pour l'Union Monétaire de l'Europe. Das war's. Dankeschön. Du hast schon angesprochen, dass da viele Experten vertreten waren aus Wirtschaft und Währung. Wen kann man eigentlich nennen, der Berater gewesen wäre von Valéry Giscard d'Estaing? Monet war das für Schumann. Welche Rolle spielen Leute wie Bernard Clapier, wie Jacques Rueff? Sind das Leute, die man hier nennen muss? Oder gibt es noch ganz andere Leute, die im Hintergrund auch Berater waren? Oder brauchte ein Giscard gar keinen Berater? Du hast erwähnt, dass Schmidt und Giscard sich im Hamburger Reihenhaus von Helmut Schmidt treffen, auf dem Sofa dort sitzen, zum Teil zu zweit oder nur im besten Fall vielleicht noch mit ein, zwei jeweiligen Beratern. Wie sind diese Leute einzuordnen und wie weit waren die sozusagen auch beratungsoffen? Wir sprechen ja heute oft von Politikern, die beratungsresistent sind. Waren sie das nicht? Waren sie offen für Anregungen, die von außen oder vom Expertenkreis in einem inneren Kreis gekommen sind? Also, wie gesagt, das waren 17 Mitglieder aus 12 Ländern. In dem Komitee, dem Komitee, ja? Ja, im Komitee, genau. Und wie du gesagt hast, die brauchten keine Berater. Und das ist ganz selten in der Geschichte, auch dass sich die beiden, und das hängt natürlich mit ihrer Laufbahn zu tun, mit ihrer Ausbildung und Kompetenzfeldern. Sie waren ja beide seit Anfang der 70er Jahre Wirtschafts- und Finanzminister, haben den EWS selber, wie gesagt, ausgearbeitet, erarbeitet in jedem Detail. Ja? Und deshalb, natürlich spielen Leute wie Clapier oder andere eine Rolle, das müsste man dann genauer schauen, ich habe es jetzt vergessen, ob es vielleicht noch in meinem Buch steht oder nicht, aber eigentlich brauchten die gar keine, weil sie sich selbst so gut auskannten und die 17 Mitglieder, wie gesagt, alle an einem Strang zogen, sozusagen, ne? Und die haben das dann gemeinsam mit den anderen gemacht. Ich glaube, die haben sich gegenseitig beraten. Du hast erwähnt, das europäische Währungssystem, das war der Gipfel von Bremen, auch der wichtig war. Und das EWS, das EWS ist zentral verbunden mit beiden Persönlichkeiten, wie Helmut Schmidt und Valéry Giscard d'Estaing. Wie würdest du eigentlich das EWS einordnen in der Geschichte der europäischen Währungsintegration, nachdem der Plan von Pierre Werner nicht realisierbar war, aber auch schon Vorbereitungen getroffen worden sind, wo auch Hans Tietmeyer eine Rolle spielt im Finanzministerium, der spätere Bundesbankpräsident. Und dann mit Blick nach dem EWS kommt ja dann das Projekt der Wirtschafts- und Währungsunion, das aber schon eine lange Vorgeschichte hat. Wie wichtig würdest du dieses EWS einordnen mit Währungstunnel, Währungsschlange? Das EWS existiert ja heute noch, es wird oft vergessen. Wie würdest du das einordnen historisch?
das eine Etappe, eine sehr wichtige Etappe. Wie du sagst, also diese Schlange mit Tunnel, ohne Tunnel, also das heißt, jetzt für Nicht-Spezialisten erklärt, das heißt, Giscard und Schmidt ging es prinzipiell darum, seit dem Verfall, also seit dem Ende von Bretton Woods, wie gesagt, dass egal, was die Amerikaner jetzt machen, rauf und runter, dass wir weniger drunter leiden und dass die Schwankungen unter den europäischen Währungen kleiner werden. Deshalb eben le serpent monétaire, also die Schlange im Tunnel, ohne Tunnel, und dann mit dem ersten Ölschock ist die Schlange dann kaputt gegangen sozusagen. Und dann war das eben so, dann waren mehrere Jahre nichts mehr möglich, weil beide Länder in der Krise waren nach dem ersten Ölschock und die Unterschiede auch groß waren. Und dann kam aber das Vertrauen auf deutscher Seite wieder, dass man da voranschreitet. Und zwar war der ausschlaggebende Grund der Wechsel vom Premierminister in Frankreich. Das heißt, Jacques Chirac wurde ersetzt durch Raymond Barre. Und Raymond Barre hat genau die Politik geführt, die Deutsche insgesamt und auch Helmut Schmidt Vertrauen einflößte. Und zwar, ich will nicht sagen nach deutschen Prinzipien, ne, aber so ähnlich. Vernunft, Defizite, Inflation, also alles Punkte, wo die Franzosen vorher kaum geachtet haben. Wie gesagt, Inflation hat in Deutschland und Frankreich, also das können wir auch jetzt geschichtlich erklären, aber nicht denselben Stellenwert. Für Franzosen ist Inflation ein Mittel unter anderem, sich wieder leicht Atem zu verschaffen in schönen Zeiten und so weiter. Aber wie gesagt, Barre sah das anders. Er war für la rigueur schon damals, Austerität praktisch, ne? Und Barre hatte viele Feinde in Frankreich natürlich deswegen. Aber das hat die Deutschen beruhigt und das hat auch Helmut Schmidt positiv bestimmt. Und zwar, und dann hat man natürlich Barre auch vorgeworfen, aha, Sie nehmen sich als Vorbild Deutschland, was für manche Franzosen schon fast eine Beschimpfung war natürlich. Ne? Und da hat Raymond Barre gesagt, ne, kann ich auch nachahmen, aber mache ich jetzt nicht, il n'y a pas de... La question, c'est pas de savoir si c'est le modèle allemand ou pas le modèle allemand. Il y a les bons modèles et il y a les mauvais modèles. Also nach dem Motto, und die Deutschen haben eben gerade dieses Modell. Ne? Also das geht mir nicht darum, die Deutschen nachzuahmen, sondern es gibt gute und schlechte Modelle und so, und das scheint mir vernünftig. Und Barre, das, wie gesagt, ohne Barre wäre das nicht geschehen, dieses EDS. Und ganz klar, wie gesagt, diese Idee von Giscard und Schmidt, wir müssen unabhängig sein im Währungsbereich von den Amerikanern, die ist schon Anfang der 70er Jahre geboren und die ist dann immer geblieben. Und wie gesagt, diese Konstellation 78 in Bremen, da war die französische Wirtschaft, ging es schon etwas besser. Das war vor dem zweiten Ölschock, wohlgemerkt. Nach dem zweiten Ölschock wäre auch nichts mehr möglich gewesen. Und das war ein Momentum, eine Gelegenheit, die sie ergriffen haben. Wie gesagt, ohne Barre hätte da Schmidt nicht das Vertrauen gehabt. Und auch den Deutschen gegenüber. Ich meine, man braucht doch ein seriöses Frankreich sozusagen. Und das ist der Vorläufer vom Euro. Ich glaube, weil die Idee eigentlich schon da war. Dann natürlich kamen Schwankungen und es hat noch sehr viel Zeit genommen. Wie gesagt, Schmidt und Giscard wollten da vorankommen in den 80er Jahren, also ziemlich schnell danach. Dann kam es eben anders, aber es ist eine ganz wichtige Etappe meines Erachtens. Herzlichen Dank für diese Präzisierung und Ergänzung noch zu deinem Vortrag, das Abkommen von Blois und die Rolle von Raymond Barre als wichtiger sozusagen Katalysator zur Stützung der Währungskoordination zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Frankreich, zwischen Helmut Schmidt und Valéry Giscard d'Estaing. Kommen wir in einem Sprung jetzt zur Situation 1981. Giscard wird nicht gewählt, Schmidt wird abgewählt 1982, du hast es erwähnt, konstruktives Misstrauensvotum im Deutschen Bundestag. Meine Frage an dich, die jetzt eher would have been history sein würde, was glaubst du wäre denn gekommen, wenn Schmidt und Giscard hätten weiter amtieren können, hätte sich etwas Wesentliches anders entwickelt als dann mit Delors und Weißbuch und Binnenmarkt und Währungsunion. Du sagtest, Giscard war unzufrieden, es ging ihm nicht schnell genug. Die Sorge war, wo sind die Währungsexperten? Mitterrand und Kohl waren absolut keine Währungsexperten, hatten von Wirtschaft wenig Verständnis, hatten aber auch ihre Berater. Das heißt, welche Pläne waren denn in den Schubladen?
Das ist die spannende Frage vor 1981, vor 1982, weil du hast ja eingangs darauf verwiesen, dass das der Fall war. Und du hast auch gesagt, sie haben Einfluss genommen, noch beide, auf das politische Geschehen. Kannst du vielleicht dazu auch was sagen? Wie haben sie Einfluss versucht zu nehmen? Jean Monnet war nicht mehr. Jean Monnet war tot. Über welche Kanäle, über welche Lobbygruppen spielen hier auch die Industriellen eine Rolle, die Unternehmer, wie dann in diesem Roundtable of European Industrialists, die den Binnenmarkt pushen. Das hat ja Sylvain Schirmann zum Teil auch erforscht. Das sind zwei Fragen, die sich direkt anschließen. Also, erst zur letzten Frage. Ich würde mal sagen, also wie gesagt, er hat sich ja sehr viel öffentlich ausgedrückt, ja, und das ist ja schon eine Art und Weise zu versuchen, und da kann man nicht wirklich messen, was daraus kommt, ne, in seinen unterschiedlichen Funktionen. Er war ja auch in den 80er Jahren Präsident de la Commission des Affaires étrangères im französischen Parlament, ja, und so weiter. Also der hatte wichtige Ämter inne, und was da in den ganzen kleineren Gruppen läuft, kann ja auch eine Rolle spielen bei Abstimmungen dann im Parlament oder sonst wo, ja. Und auf europäischer Ebene war er dann auch Europaparlamentarier in die, wie gesagt, von 89 bis 93, also schon praktisch nach dem Mauerfall, ne. Aber ich würde mal sagen, was vielleicht am meisten eine konkrete Rolle dann gespielt haben, waren diese Arbeiten vom Comité pour l'Union Monétaire de l'Europe, ne. Wie gesagt, und dann das floss dann zum Teil ein in das Programm vom Programm pour l'Action du Comité de l'Or, also 88, 89. Weil das waren zum Teil, ich habe es verglichen, das waren zum Teil dieselben Leute. Mhm. Ja? Mhm. Im Comité Giscard Schmidt und im Comité de l'Or. Ja. Aber ansonsten, was wäre denn, also das ist sehr schwierig zu sagen, denn die hatten ja was vor, aber dann war aber Margaret Thatcher zum Beispiel so lange da. Und dann, was sie dann hätten machen können, ist natürlich sehr fraglich. Ja? Also, wie gesagt, ich glaube schon, ein Hauptanliegen wäre gewesen, die Währungsunion schneller voranzubringen und womöglich vielleicht ohne Engländer irgendeine Opting-out-Lösung hätten die wohl vielleicht schon damals gefunden. Aber das kann man auch schwer sagen, wie gesagt, weil die Deutschen schon immer Widerstand geleistet haben, weil sie ja sowieso die dominante Währung in Europa hatten. Wie kann man ja auch die Deutschen überzeugen, ihre D-Mark, die ja sowieso ausschlaggebend ist für ganz Europa, darauf zu verzichten? Übrigens ein Symbol, womit sich die Deutschen identifizieren können, ne? In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Also, und da weiß ich überhaupt nicht, auch wenn Giscard und Schmidt alles versucht hätten, ob da die Mehrheiten entstanden wären, okay, Verzicht auf die Deutschmark. Es brauchte so ein Erdbeben wie die Wiedervereinigung, das Kohl losgelassen hat, sozusagen, und endlich sich festgelegt hat auf einen Kalender, die Etappen bis zum Euro von 91 bis 99. Ja? Aber für Deutschen war das immer der Punkt, ja, wir machen die Währungsunion, also seit dem Pierre-Werner-Plan, ja? Ja, das war ein Projekt und. So, Giscard und Schmidt haben es vorangebracht, aber wie gesagt, was wirklich passiert wäre auf dem Feld, weiß ich nicht, weil, wie gesagt, die Deutschen hatten ja auch, also, wie gesagt, die D-Mark ist ja was, ne? Und das war ja, wie gesagt, die dominante Währung in Europa. Aber dann, vielleicht hätte, und das kann man nicht wissen, okay, also ich habe die endgültige Antwort, habe ich nicht. Aber auf den anderen Gebieten war der zweite Punkt, wo sehr viel mit Giscard Überzeugungsarbeit geleistet hat in den 70er Jahren und wo sehr wenig passiert ist, ist der Bereich der gemeinsamen Verteidigung, also eine gemeinsame Verteidigungspolitik. Und das hat natürlich, wie gesagt, da gibt es viele Hindernisse und auf französischer Seite diese Doktrin, von der
Giscard nicht abweichen konnte oder wollte oder beides. Ja, aber ich meine, das war ja eine Zeit, wo genau wie unter Trump in den letzten Jahren die Deutschen gesehen haben mit Jimmy Carter, dass der Hauptpartner, der eigentlich die Bundesrepublik Deutschland seit 1949 schützt, nicht unbedingt zuverlässig ist bei dieser Geschichte der S-20-Raketen. Ne? Und Schmidt hat sehr viel, das erzählen die da, auch versucht, Giscard zu überzeugen, verteidigen. Aber wie gesagt, Giscard hat gebremst und sagt in seinen Memoiren, das wäre für die Zeit nach der Wiederwahl gewesen. Was auch da passiert wäre oder auch nicht, das kann man schwer einschätzen. Aber wie gesagt, die Hindernisse auf französischer Seite waren und bleiben stark. Und ich bin nicht sicher, ob die sehr weit gekommen wären. Und übrigens, Mitterrand und Kohl haben es ja auch vorangebracht, Schaffung des zum ersten Mal eines Le Corps franco-allemand. Ne? Und das war ja auch was. Also wie gesagt, 1994 zum ersten Mal deutsche Soldaten auf den Champs-Élysées am 14. Juli. Ja, also symbolisch ist es auch sehr wichtig. Und diesen Korps gibt es ja inzwischen noch. Und inzwischen ist ja einiges vorangekommen. Wie gesagt, dieses andere Feld, Verteidigung, Giscard sagt zwar, wir wollten dann vorankommen, aber inwieweit das möglich gewesen wäre, es kommt auch darauf an, natürlich, was Giscard für eine Mehrheit im französischen Parlament nach 81 gehabt hätte, wenn er wieder geworden wäre. Herzlichen Dank. Es bleibt spekulativ und dennoch hast du einige interessante Optionen, einige interessante Szenarien verdeutlicht, was hätte sein können. 9. November 1989, La Chute du Mur, also ein Erdbeben, wie du gesagt hast. Dieses Ereignis, diese deutsche Einigung 1990, dann infolge des Falls der Mauer, hat diese deutsche Einigung, diese Lösung der deutschen Frage, Valéry Giscard d'Estaing im unmittelbaren Erleben auch als ein Problem gesehen, als einen Störfaktor. Wir wissen, dass Mitterrand auch am Anfang sehr skeptisch war, sehr zurückhaltend war, also nicht so positiv reagiert hat, wie manche andere das darstellen. Und dann erst allmählich im Januar 90 dann Laschet dann geschwenkt hat. Wie sieht Giscard eigentlich als Beobachter, als Zeitgenosse die deutsche Lösung 1989-90? Und sieht er damit auch schon sein langfristiges Projekt, ich sag mal, behindert, verzögert oder gestört? Ja, also tatsächlich. Also Kohl war furchtbar einsam in Straßburg im europäischen Gipfel im Herbst 1989. Alle recht skeptisch und also missbehagen. Also, aber wie gesagt, Giscard war tatsächlich auch am Anfang. So, was kommt denn jetzt? Ne? Aber seine Reaktion sofort total konstruktiv. Er hat gesagt, die Deutschen brauchen was Angst eingeflößt hat allen, war die Perspektive eines Großdeutschlands mitten in Europa, das nicht unbedingt, wie gesagt, so proeuropäisch gesinnt wäre wie vorher. Und so, und Giscard hat sofort gesagt, wie er oft gesagt hat, er hat seine Mitbürger schon immer und in diesem Fall besonders dazu bewegt, der Situation gewachsen zu sein. Er hat gesagt, die Deutschen brauchen mindestens 5 Jahre, um das zu verkraften, was gerade passiert. In 5 Jahren oder mindestens 5 Jahren sind die dann super stark. Bis dahin muss, also erste Reaktion, muss Frankreich alles tun, um sein wirtschaftliches Niveau und überhaupt auch zu stärken. Ja? Also es war immer schon seine Reaktion, diese Parität Deutschlands, es darf kein Ungleichgewicht geben. Ja? Aber mit dieser Sorge, wow, mit diesem Großdeutschland. Ne? Aber und wie gesagt, als sozusagen Garantie gegen Sonderweg oder sonst was, 89, ich habe da sehr viele Reden von Giscard im Europaparlament analysiert, wie gesagt, er mit Schmidt haben die auch in den Zeitungen und überall veröffentlicht. Die haben gesagt, was natürlich nicht nur Angst war, wie bei Thatcher, da war ja nur Angst und keine Vorschläge. Schmidt und Giscard haben den Vorschlag gemacht, der sich als total unrealistisch erwiesen hat, wegen
der Schnelligkeit der Vereinigung. Also wer hätte auch 89, Anfang 90 gedacht, dass die Wiedervereinigung binnen eines Jahres stattfindet? Also keiner. Ja? Jeder dachte, das dauert noch Jahre. Ne? Auch nach dem Mauerfall. Und das dauert noch länger. Mhm. Ne? Mhm. Und so war die Reaktion von Giscard konstruktiv. Und zwar, wie ich kurz erwähnt habe vorhin, das ist jetzt ein Wettlauf zwischen deutscher Einigung und europäischer Einigung Westeuropas. Und deshalb war der Vorschlag, und dann hat Giscard irgendwann gesehen, okay, deutsche Einigung war schneller, ne? Aber der Vorschlag war, wir müssen jetzt unbedingt die politische Union Westeuropas machen und irgendwann kommt die DDR dazu, kommt dann Ungarn dazu, kommt die DDR rein und den anderen, was natürlich das Gewicht Deutschlands an sich relativiert hätte. Das wäre eine Einheit, eine enge Einheit zwischen Frankreich, Deutschland, Italien und den anderen. Und dann kommt, wie gesagt, dazu Tschechien, die DDR, aber unter anderem. So, und das war dann der Plan. Ne? Und die Rechnung ging dann nicht auf, weil eben diese Vereinigung so wahnsinnig schnell dann zustande kam. Herzlichen Dank auch für diese tolle Antwort, die sehr überzeugend ist. Ich darf noch ein paar Fragen stellen, nicht mehr zu viele. Du hast erwähnt, dieses berühmte Papier für die Forschung berühmt, die meisten Deutschen haben das längst vergessen, zwischen Wolfgang Schäuble und Karl Lamers. Das war 1994, Kerneuropa lautete die Devise. Du hast auch schon darauf hingewiesen, dass man das sogar schon konkret mit gewissen Ländern bestückt hat. Österreich hat damals sofort gesagt, wir wollen auch dabei sein. Alois Mock, der damalige Außenminister, das war noch vor dem Beitritt zur Europäischen Union. Es ist wohlgemerkt von Wolfgang Schäuble und einem Bundestagsabgeordneten Karl Lamers. Es ist nicht von Kohl gekommen, Kerneuropa. Wie ist dieses Projekt eigentlich damals von Mitterrand aufgenommen worden, beziehungsweise von Giscard, der das sicher auch sehr aufmerksam verfolgt hat? War das im Sinne seiner bisherigen Konzeption und Vorstellung von der Zukunft der Europäischen Union? Also von Giscard schon, aber dann war nicht mehr Mitterrand dran für die Exekutive, sondern Balladur. Ja. Weil in Frankreich waren inzwischen Wahlen und der Premierminister war Balladur. Und das System in Frankreich ist halt so, dass der Premierminister eher einen Teil der exekutiven Macht dann hat eben. Und Balladur hat dann kaum reagiert. Von Balladur gibt es ja einen eigenen Plan, den Plan von Edouard Balladur. Und vorher gab es... Ja. Aber wie sieht das eigentlich konkret aus? Ja, ich würde mal sagen, nach gar nichts. Also das war die Cercle concentrique. Also beim einen ist es konzentriert so. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Es ist ein bisschen wie bei den Olympischen Spielen. Ne? Also so Ringe ineinander, aber wie das ist. Ne? Aber, und das war total unklar und fade und schwammig, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Also, aber wie gesagt, da war Frankreich nicht da in dem Moment. Ne? Da gab es keine. Genau wie Merkel nicht da war bei den Vorschlägen von Macron 2017 übrigens. So ist es. Ne? Genau so. Und andere Gelegenheiten. Aber ich glaube, Frankreich hat kaum oder schlecht oder schwammig reagiert. Und da, also das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, ja, hätten wir das damals, also von wegen fiktiv und spekulativ, aber wenn die Franzosen damals eben den Vorschlag aufgenommen hätten und da blieben noch 5 bis 10 Jahre bis zur Erweiterung, hätte sehr viel anders kommen können, ehrlich gesagt. Kann man eigentlich so weit gehen, dass Macron, der erste Staatspräsident Frankreichs, ich sage mal nach Mitterrand gewesen ist, der wieder das Momentum der Europadebatte, der Integrationsimpulse wieder auf die französische Seite herangezogen hat, während alle Nachfolger von Mitterrand als Staatspräsidenten, Chirac und dann, wie sie alle heißen, Sarkozy und Hollande, dass die im Grunde reaktiv sind, in der Defensive sind, dass eigentlich Frankreich keine Strategie hat, wie man mit diesem neuen Deutschland in Europa im Kontext der Osterweiterung etc. umgehen kann. Mittelmeerunion schlägt Sarkozy vor im Wahlkampf 2008. Das ist zerplatzt wie eine Seifenblase. Es kommt der arabische Frühling. Kann man sagen, dass Macron das Steuer wieder herumreißt
und gerade er, Macron, sozusagen wieder die Initiative ergreift, wie Schumann 1950, und hat das dann auch Giscard positiv registriert, dass Frankreich wieder die Initiative ergreift, Sorbonne-Rede, Zeitungsinterviews, Rede hier und da, Macron ist ja kaum zu übertreffen, er überschlägt sich förmlich in Vorschlägen, Initiativen, von deutscher Seite kommt nichts. Also Merkel ist eine lahme Ente in dieser Zeit. Überraschend, dass dann 2020 dann beide doch mit von der Leyen diesen Wiederaufbauplan für die Europäische Union entwickeln, den Marshallplan, den Super-Marshallplan. Würdest du das auch so sehen, und hat Giscard auch Macrons Initiativen gutiert, positiv aufgenommen, Fragezeichen? Also, da kann ich mich nicht genau erinnern, die Reaktion von Giscard, aber die kann ja nur positiv gewesen sein, dass Frankreich, denn für Giscard ist es Frankreichs natürliche Rolle, die Führungsrolle in Europa zu haben, ja. Das ist auch so, die haben ein etwas komisches Verhältnis, scheint es, Macron und Giscard, also eigentlich von den Europakonzeptionen, also Auffassungen und so weiter, sind die ziemlich nahe, ja, und von der Herangehensweise und von dieser Dynamik der Vorschläge und so, aber Macron, vielleicht weil er sich eben absetzen will, hat sich nie so offiziell in den Fußstapfen, sagt man das auf Deutsch, in den Fußstapfen von, von Giscard gestellt. Der hat eher Abstand genommen, ja, nach dem Motto, lui c'est lui, moi c'est moi, also voilà. Aber eigentlich vieles, also inhaltlich scheint mir das doch klar, ne? Also, und wie gesagt, du hast recht, es ist das erste Mal nach langer Zeit, dass wieder ein überzeugter Europäer im Élysée-Palast sitzt und auch Vorschläge macht. Man muss ja auch dazu sagen, Merkel in dem Moment, wo lahme Ente, aber das hängt natürlich auch mit ihren politischen Gründen zusammen bei Merkel und auch weiterhin mit unterschiedlichen Vorstellungen, was eine vernünftige Haushaltspolitik ist und so weiter. Ne? Also diese Differenzen sind schon sehr lange da und sind nicht verschwunden. Und das ist natürlich auch mit ein Grund, warum man nicht so schnell vorankommt. Manchmal braucht es eben, es ist schade so, aber Krisen, dass man wirklich wieder einen Schwung kriegt und vorankommt. Und eben die Krise 2020, das war ein Grund, dass Merkel gedacht hat, auch natürlich im deutschen Interesse, im ureigentlichen deutschen Interesse. Deutschland hat ja überhaupt kein Interesse, dass die Eurozone zusammenbricht, ja. Ja, also wie gesagt, manchmal darf es Krisen wie 2020, dass auch Merkel dann gesagt hat, jetzt mache ich das mit den Franzosen, weil es ist ja eigentlich im Urinteresse Deutschlands, habe ich gerade gesagt, dass die Eurozone nicht zusammenbricht. Also Deutschland wäre eigentlich das erste Opfer. Ne? Also deshalb kam das dann, hat sich dann etwas in Bewegung gesetzt. Natürlich sind auch alle anderen EU 26 von Deutschland letztlich auch abhängig. Und ist dieser kategorische Integrationsimperativ, wie ich ihn nenne, der gilt für alle. Es kann nicht sein, dass Deutschland die Eurozone verlässt und die Europäische Union, dass es auch im Nachteil für alle anderen genauso, wie für Deutschland es ein Nachteil wäre. Ich komme zu einer letzten Frage. Wir haben noch einmal hier offensichtlich technische Probleme, die sich... Ich denke, ja, es ist zum Nachteil aller, sollte diese Eurozone auseinanderbrechen, jedenfalls für die Eurozonenländer, für Deutschland, sowie auch für die 18 anderen Eurozonenländer. Und es gilt aus meiner Sicht der sogenannte kategorische Integrationsimperativ für Deutschland. Handle jeweils so, dass dein Verhalten zu einer allgemeingültigen europäischen rechtsgemeinschaftlichen Lösung beiträgt. Und das gilt letztlich auch für alle anderen, die kein Interesse haben, dass Deutschland aus dem Rahmen fällt und sozusagen einen Alleingang unternimmt oder eine Soloaktion. Das kennt man aus der Geschichte. Solche Amokläufe will man auf keinen Fall mehr haben. Kommen wir zu Valéry Giscard d'Estaing als eine der abschließenden Fragen. Er wird schließlich Präsident des Konvents, der heißt zunächst Konvent für die Zukunft oder zur Zukunft der Europäischen Union. Er heißt noch gar nicht Verfassungskonvent. Geht eigentlich diese Idee Verfassungskonvent auf Giscard zurück? Das war ja auch eine Anspielung auf den amerikanischen Verfassungskonvent. Frage 1. Frage 2. Giscard hat ja abgelehnt,
dass mehrere Vorschläge erfolgen, sondern er hat gesagt, wir machen einen Vorschlag. Take it or leave it. Friss oder stirb, Vogel. Wir lassen uns nicht ausspielen von den Staats- und Regierungschefs, wenn wir mehrere Vorschläge unterbreiten. Wir unterbreiten einen Vorschlag. Und dritte Frage, die sich stellt, es war ja, das wusste ja auch Giscard, keine Verfassung. Es war letztlich ein internationaler Vertrag, also ein Völkerrechtsvertrag, der herauskommen musste. Ein ja, Verfassungsvertrag, so wurde er auch genannt, Traité constitutionnel. War das nicht im Grunde auch ein Vermittlungs-, ein Kommunikationsproblem in Richtung französischer Öffentlichkeit? Du hast erwähnt, im Mai 2005 wurde der Verfassungsvertrag abgelehnt in Frankreich. Im Juni folgen die Niederländer. Das war natürlich auch wahrscheinlich für Giscard eine brutale Erfahrung, im Grunde eine Niederlage, eine weitere Niederlage. Aber wir kommen noch darauf, ob das wirklich eine Niederlage war. Ich habe dann noch eine weitere Frage später. Aber dieser Dreier-Fragenkomplex interessiert mich brennend mit Blick auf den Konvent, der ursprünglich ganz anders hieß. Der Gipfel von Laeken hat im Dezember 2002 von einem Konvent zur Zukunft der Europäischen Union gesprochen. Dann heißt er aber Verfassungskonvent. Und stammt das von Giscard, auch die Variante nur ein Vorschlag und nicht mehrere Vorschläge, und drittens der Ausgang dann des Ganzen, und war das nicht im Grunde eine Halbwahrheit, sage ich mal, eine Halbwahrheit, von einer Verfassung für Europa zu reden? Die Europäische Union war noch kein Staat und ist noch kein gänzlicher Staat, es musste dann Verfassungsvertrag heißen, und dann kam die Malaise, dann kam das Referendum in Frankreich, in Anspielung an Raffarin und der polnische Klempner und weiß Gott was alles noch. Und Türkei, nicht vergessen, Türkei, man ist ja bereits dabei, mit der Türkei ist ein Kandidatenland, man will mit der Türkei verhandeln, auch das liegt über dem Schatten dieses Referendums in Frankreich. Diese drei Fragen muss ich dir unbedingt stellen, weil sie ja mit Valéry Giscard d'Estaing eng zusammenhängen. Oh Gott, also erstens mal, ich weiß gar nicht, ob der Name Verfassungskonvent je offiziell geworden ist oder ob er sich dann nur so etabliert hat. Ja, das ist eine gute Frage, muss ich auch nochmal nachschauen. Dass es jetzt aber absichtlich so gemeint war, nämlich diese Anspielung auf Amerika und so weiter, das hat sich da immer gerne gemacht. Das bringt doch das Bild von einer neuen Dynamik, von einem Neuland, von neuen Möglichkeiten. Ja? Also die Konnotationen waren für Giscard schon sehr positiv, obwohl er genau gewusst hat, wir werden nie die Vereinigten Staaten von Amerika. Wir sind alte Nationen, zum Teil Nationen, die versuchen enger zu kooperieren. Also man müsste erstmal schauen, ob dieser Name, sinon c'était la Convention sur l'avenir de l'Europe, das ist der offizielle Name, ganz klar. Verfassungskonvent, man muss dann schauen, ob das nicht die Medien dann so gemacht haben. Ne? Und das mit einem Vorschlag ist natürlich total klug. Wie gesagt, es gab so viele Probleme. Einer, der das sehr gut erzählt, ist Alain Lamassoure, ne? Also ein langer Zeit auch Europaparlamentarier und so weiter, das alles miterlebt hat, ganz nah an Giscard. Und der erklärt in einem Buch ganz genau, wie Giscard das alles da eingefädelt hat. Und eben die Allianzen dann sich umkehren. Er hat zunächst auf die Staatschefs gemünzt für manche Sachen. Und dann hat er gesagt, nein, es geht nicht, wir schaffen es nicht. Ich mache es eher mit den Parlamentariern. Das war ein Trio. Das war natürlich nicht Giscard allein. Der hatte da zwei, drei im Führungsgremium des Konvents und aus unterschiedlichen Nationen. Und die haben es gemeinsam dann geschafft. Aber das war fast ein Wunder, was da geschehen ist. Gesagt 27, weil die neuen sind, waren dann auch schon, 27, da war es ein bisschen weniger, aber die Vertreter dazukommenden Länder, also 2004 und 2007, waren nicht dabei. Und wie gesagt, fast die Einstimmigkeit auf einen Text, also aber mehrere Texte, das wäre ja schon im Konvent selber wahrscheinlich recht kompliziert geworden. Die haben es sogar auf einen Text, und das war wohl dann Take it or wie du gesagt hast, also c'est à prendre ou à laisser, ne? Und das war natürlich, wenn man einen Text den Regierungschefs vorschlägt, der einstimmig angenommen wurde, ist es dann natürlich schwieriger für Regierungschefs
da alles wieder aufzubinden, ne, und das wieder zu verändern. Dann war das ein Kommunikationsproblem in Frankreich und hat das dann von wegen Verfassung, Angst einflößen, was sind das für ein Gebilde mit einer Verfassung und so. Ich glaube nicht, dass das der ausschlagende Punkt war. Ich glaube eher, wie immer und schon seit dem ersten Mal, als de Gaulle beim ersten Referendum in der 5. Republik, das hat de Gaulle gemacht, 69. Und jedes Mal, wenn es ein Referendum gibt in Frankreich, ist die Gefahr da, und das verwirklicht sich dann zum Teil dann auch so, dass eine andere Frage beantwortet wird, als die, die gestellt ist. Jean de Gaulle 69 hat gesagt, das war eine Reform über unser Senat, also unsere zweite Kammer. Mhm. Und auch eine Reform regional und so weiter. Und das waren zwei inhaltliche Fragen. Aber de Gaulle hat gesagt, wenn die Antwort nein ist, gehe ich. Also das Referendum war eigentlich die Frage, soll ich bleiben oder soll ich gehen? Ja? Und jedes Mal war das so, dass die Frage eigentlich nicht so, dass die Franzosen eben, man kann es auch verstehen, warum es in Deutschland kein Referendum gibt. Man weiß ja, was einige auch Ende der 20er Jahre mit so, also okay. Also es gibt Gründe, warum die Bundesrepublik Deutschland eine repräsentative Demokratie ist. Aber das wäre natürlich eine andere spannende Debatte für oder gegen nationale Referenden. Ja? Aber wie gesagt, in Frankreich, in der 5. Republik, finde ich, das läuft ziemlich schief. Das heißt, man stellt eine Frage, und die Bürger, die antworten gerade gegen den Regierungschef, gegen die Türkei-Politik von Chirac oder weil eben die Gegner gegen diesen Text eben Angst einflößen, gegen den polnischen Klempner und was weiß ich alles. Ja? Also Instrumentalisierung. Und Chirac hat da einen entscheidenden Fehler gemacht, also wenn man für den Text war, mhm, ne? Aber Chirac war ja nie ein überzeugter Europäer. Genau so wenig wie Schröder übrigens. Ja? Also das ist so, was stand zu Ja oder Nein für dieses Referendum? Was wurde den Franzosen vorgeschlagen? Nicht nur der Anfang, die 30 ersten Artikel, die klar die ganzen Reformen formuliert haben, sondern das ganze juristisch furchtbar komplizierte. Und das waren 250 Seiten. Und ich weiß nicht, ob das jetzt österreichisch ist oder deutsch, aber was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Das ist, ja? Und welcher Bürger tut sich das an? Also er öffnet den Text, den er wie alle Franzosen in seinem Briefkasten bekommen hat. Jetzt soll er sagen, ja oder nein. Und versteht null. Oder versteht nur einen ganz kleinen Teil davon. Ja? Und dann, was machst du im Zweifel? Dann sagst du nein. Vor allem, wenn dir sehr viele Leute sagen, Achtung, das könnte gefährlich sein, da steckt der polnische Klempner da hinten. Also für mich strategisch gesehen, und das hat, glaube ich, auch Giscard irgendwann gesagt, das weiß ich jetzt nicht mehr, war strategisch der Fehler, eben diese 250 Seiten, die keiner versteht, eben zum Referendum zu Ja oder Nein zu geben. Ne? Und wie gesagt, dann wenn man nicht zufrieden ist mit der Regierung, mit der Politik der Regierung, wählt man in Frankreich auch Nein zum Referendum, auch wenn man eigentlich eher proeuropäisch ist oder sonst. Also dann viele andere Sachen, wie immer bei einem Referendum, mit einer Rolle gespielt. Und es war auch für Giscard eine persönliche Niederlage? Auf jeden Fall. Also ich war in einer anderen Debatte über Giscard gerade, also beim Mouvement Européen, also Europäische Union Frankreich, vor kurzem auch, wo Lamassoure auch dabei war. Und Lamassoure hat gesagt, also das hat er nie verkraftet. Also nach 81, nach der Niederlage 81, also das war schon ein schwieriger Schlag für ihn, unglaublich, ne? Also wie gesagt, er hat sich wohl da, weiß ich nicht, also ein Trost ist schon, dass ein Großteil von den Vorschlägen von diesem Text 2003 sind dann mit drin im Lissabonner Vertrag. Wie gesagt, es gibt, soll ich die vielleicht... was da alles mit drin war, vom Text, was geblieben ist, es war sehr viel im Lissabon-Vertrag, wie gesagt, Dezember 2007 unterzeichnet und dann 2009 in Kraft getreten. Also von den institutionellen Reformen ist sehr viel geblieben und den Präsident, ein stabiler Präsident für den Europäischen Rat, das war neu, der hohe Repräsentant für auswärtige Politik, Außenpolitik, eine neue Zusammensetzung, eine gerechtere Zusammensetzung vom Europaparlament
Und auch diese neuen Entscheidungsprozesse, wenn man wählen muss, ja, in Europa, dass da nicht nur die Länder zahlen, sondern auch die, die Größe der jeweiligen Bevölkerung mit einzogen werden. Ne? Und dass da auch Europa wieder handlungsfähiger geworden ist, weil weniger einstimmig gewählt worden ist. Also doch sehr viele Vorschläge vom, vom Konvent, die dann geblieben sind. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich würde auch positiv schließen wollen mit der Bilanz der Ära Valéry Giscard d'Estaing. Du hast zwar von einem doppelten Traum gesprochen, der geplatzt ist, der unerfüllt geblieben ist, aber ich würde Folgendes sagen: Nach diesem Traum, der 81 platzt und der, das in den 90er Jahren nicht so viel vorangegangen ist aus der Sicht von Giscard, vor allem das 2005 geplatzt ist. Aber ich würde sagen, man kann Valéry Giscard d'Estaing nicht nur als einen der Väter des Europäischen Rates, als einen der Väter auch der G5, später G7, G8, G10, G20 minus etc. sehen, aber auch als einen der Väter des europäischen Währungssystems und wenn nicht sogar als einen der Väter des Lissabon-Vertrages. Denn wie du gesagt hast, in der Substanz wurde dieser dann Reformvertrag, dann Lissabon-Vertrag, nicht vergessen, auch die Ratspräsidentschaft wurde verlängert. Es wurde dann eben eine längere Ratspräsidentschaft mit einem Ratspräsident, das war dann später Herman Van Rompuy, dann Donald Tusk und jetzt Charles Michel. Also im Grunde ist der Giscard, obwohl er gescheitert ist, in Zeiten seiner Tätigkeiten oder mitten im noch Geschehen, 1981 und dann als Präsident des Verfassungskonvents oder Konvents für die Zukunft Europas, hat er mittelfristig, langfristig doch, sind sagen wir die Früchte seiner Arbeit, seiner Vorarbeit gemeinsam mit Schmidt zu ernten gewesen. Das scheint mir auch eine Versöhnung mit der Geschichte. Und es würde mich freuen, wenn Valéry Giscard d'Estaing das auch so gesehen hätte. Ich nehme es an, er konnte es noch wahrnehmen, nicht? Er konnte es noch realisieren. Ja, bestimmt. Also ich meine, es bleibt sehr viel von dem, was er gemacht hat. Wie gesagt, Europäischer Rat und so weiter. Man hat mit der Zeit gesehen, wie wichtig das ist. G5 und so weiter, auch europäische Währung und so weiter. Also vor der Euro-Krise 2008 war der bekannteste Europa in der ganzen Welt, das war Jean-Claude Trichet, hat man in aller Welt gehört. Ja? Mhm. Also das hat schon zur Ausstrahlung, zum Einfluss Europas in der Welt beigebracht, als Reservewährung auch und so weiter. Also es bleibt schon was, Aber natürlich gemessen, also im Vergleich zu seinen Ambitionen, war das schon ein harter Schlag. 81 und ein harter Schlag, und wie gesagt, ein harter Schlag auch 2005, ja, aber es bleibt wirklich viel. Ja, wenn wir Robert Schuman hernehmen oder Jean Monnet, die mit sektorialer Integration begonnen haben, Kohle und Stahl, und dann wollte Jean Monnet eigentlich mehr eine Atomgemeinschaft als einen gemeinsamen Markt. Beide müssen erleben, den 30. August 1954, als die Assemblée Nationale das Projekt Verteidigungsgemeinschaft, Defense Army ablehnen. Dann waren sie auch enttäuscht, haben sie auch einen Rückschlag erleben müssen, aber in der Rückschau gelten sie beide, Monnet und Schumann, als Väter oder Gründerväter, Mitbegründer der Europäischen Union. Ich glaube, man kann das auch für Valéry Giscard d'Estaing sagen, dass im Rückblick die Geschichte und die Geschichtsschreibung versöhnt sich dann mit den Rückschlägen und den Niederlagen der Helden, die es ja auch gibt. Und übrigens, meistens werden die Leute Helden, die Niederlagen erlebt haben in der Geschichte und nicht immer nur die glänzenden Sieger. Ich habe eine allerletzte Frage zur aktuellen Situation. In Deutschland wird gewählt im September ein neuer deutscher Bundestag. Und du hast ja einen Aufsatz sehr spannend genannt. Ich darf das wiederholen. Pourquoi la France et l'Allemagne n'étaient plus vraiment sur la même longueur d'onde? Also warum sind sie nicht immer auf der gleichen Wellenlänge? Und da gibt es ja wirklich Unterschiede. Stichwort Schulden, Stichwort Schuldenbremse, Stichwort Force de Frappe,
die der Präsident entscheidet oder Parlamentsarmee oder Atomkraft, ja, Ausstieg aus der Atomkraft. Und da ist die Frage, nochmal rückblickend in die Zeit von Giscard und die 70er, die Ölkrisen, die du ja angesprochen hast, du hast gesagt, also es war so knapp, Bremen vor dem zweiten Ölschock. Waren diese Ölschocks, diese Ölkrisen von 73, 74 und 79 nicht auch in ihrer langfristigen Bedeutung mitentscheidend für die Frage Atomenergie in Frankreich, aber letztlich auch dann in the long run nach Tschernobyl und nach Fukushima die Entscheidung von Merkel, relativ zügig Ausstieg. Und ist dieser Atomkraftaspekt ein entscheidendes Hindernis, würdest du sagen, für die zukünftigen deutsch-französischen Beziehungen und mit Blick auf die Bundestagswahl? Wie wird in Frankreich das Rennen verfolgt zwischen Armin Laschet, zwischen Annalena Baerbock und zwischen Olaf Scholz, die ja die einzig wirklich aussichtsreichsten Kandidaten sind für eine mögliche zukünftige Regierungsführung, wenn es denn mit Baerbock klappt? Sie hat jetzt an Boden verloren durch ungeschickte Präsentation ihres Lebenslaufs, und Scholz ist nach wie vor in einem generellen Umfragetief der SPD, das es gibt jetzt schon seit Jahren. Wie wird das in Frankreich gesehen und wie würdest du nochmal die 70er Jahre mit den Ölschocks einordnen mit Blick auf Atomkraft, ja und nein, in Frankreich und Deutschland? Und ein abschließendes Wort noch zur deutsch-französischen Zukunftsperspektive. Meine Güte, lieber Kollege, das sind 15 Fragen. Also, was mit der Atomkraft, mit dem Austritt Deutschlands aus der Atomkraft und dass wir unsere Energie weiterhin, oder meinst du jetzt militärisch? Nein, ich meine schon die Nutzung, die friedliche Nutzung der Atomenergie. Und dass im Grunde Deutschland Atomenergie importiert aus Frankreich, aber gleichzeitig aus der Atomenergie aussteigt, und Deutschland ist umgeben, außer Österreich wohlgemerkt, von Ländern, die Atomkraft haben. Übrigens ein österreichisches Schmankerl zu Volksabstimmungen. 1978 gab es, nachdem man in Österreich ein Atomkraftwerk gebaut hat, in Zwentendorf, gab es eine Abstimmung. Und der Bruno Kreisky hat gesagt, ich bin dafür. Und wenn die Abstimmung negativ ausgeht, dann werde ich zurücktreten. Was ist passiert? Genau das gleiche Phänomen, das du beschrieben hast. Die Österreicherinnen und Österreicher sprachen sich gegen das Atomkraftwerk aus. Nur mit dem Unterschied, dass dann der Bruno Kreisky gesagt hat, nach der Abstimmung, ich habe mir es überlegt, ich bleibe weiter Bundeskanzler. Also das gibt es auch. Diese Lösung gibt es auch. Leadership. Aber die Frage, die ich ja erwähnt habe, Schuldenbremse, Armeeintervention, Stichwort auch Mali, Parlamentsarmee, Bundestagszustimmung, Veto, also Votum des Bundestags für Auslandseinsätze, ist ein Differenzpunkt auch mit Frankreich. Und letztlich auch die Frage der Nutzung der Atomenergie. Wie weit sind das Hemmschuhe in den deutsch-französischen Beziehungen? Und wie werden die anstehenden Wahlen in Deutschland eingeschätzt aus deiner Sicht in Frankreich? Wird das genau und aufmerksam beobachtet oder ist das ein nebensächliches Thema? Oh Gott, das sind drei unterschiedliche Themen, da könnte man jetzt Stunden reden. Also Atomkraft, also du meinst jetzt also die zivile Nutzung, ja, erstmals. Ja, ja. Also das ist ein Unterschied, den hat es schon immer gegeben. Atomkraft war in Deutschland nie populär, schon in den 70er Jahren, auch 80er Jahren. Ja. Ich sag immer mit meinen Studenten, diese Aufkleber auf den alten Enden und so weiter, Atomkraft, nein danke, da Geld, ja, und so weiter. Ja, also ja. Das kennen wir noch aus dieser Zeit. Und deshalb ist auch Deutschland viel weniger abhängig geworden von der Atomkraft, weil es sowieso nicht populär war. Also der Höchststand an Abhängigkeit, das war in dem Moment, wo Rot-Grün 1998 entschieden hat, da auszusteigen mit den Grünen zum ersten Mal in der Bundesregierung. Und zwar, das war der höchste Grad an Abhängigkeit, das war 35%. Wir sind in Frankreich weiterhin bei 75. Also ich meine, das ist für Frankreich auch viel problematischer. Zweitens ist es wirklich ein Thema, also ich habe auch länger darüber geschrieben, aber jetzt
Es ist wirklich, was die Klimapolitik, weil das ist ja natürlich dahinter deine Frage, nehme ich an. Das ist natürlich ein Problem. Das heißt, die Franzosen, finde ich, analysieren das wirklich viel zu kurz. Das heißt, sie sagen, die heuchlerischen Deutschen, wie du gesagt hast, obwohl das kaum stimmt oder sehr selten stimmt, importieren, weil die Deutschen exportieren im Gegenteil in der letzten Zeit sehr viel Strom und importieren sehr selten. Aber wenn die natürlich französische Strom importieren, das von Kernkraftenergie kommt, ist natürlich peinlich. Aber es passiert nur selten. Aber das sagen auch die Franzosen, also, obwohl es nur sehr selten passiert. Ja? Und dann ist das andere, die Franzosen, wenn man heute nimmt, also Punkt heute 2021, stehen wir viel besser da als Deutschland. Und das sagen die Franzosen natürlich. Ne? Und ja, die heuchlerischen Deutschen, die aus der Atomkraft ausgestiegen sind und die deshalb so verschmutzen mit ihrer schmutzigen Kohle, was natürlich auch nur die Halbwahrheit ist, denn das Ausschalten der Kernkraftwerke ist inzwischen total kompensiert worden und sogar noch mehr von den Recyclable, also von den erneuerbaren Energien. Ja? Und dann haben die Deutschen wenigstens einen Plan. Also ich versuche mich jetzt sozusagen als Verteidiger der deutschen Politik da darzustellen, weil in Frankreich hört man nur den einen Ton, ach, die heuchlerischen Deutschen, die verschmutzen doch ganz Europa mit ihrer Kohle. Ja? Aber wie gesagt, punkto heute 2021 ist das Bild für Deutschland, sieht viel schlechter aus als bei uns. Aber ich sage den Leuten, sie müssen doch die Perspektive schauen. Und die Deutschen haben einen viel genaueren Plan. Ob der wirklich sich verwirklicht, weiß man nicht, bis 2050. Aber die haben wenigstens einen Plan. Bis 2050 ganz aus der Atomkraft, und das ist ja schon fast fertig, und dann ganz auch aus der Kohle ausgestiegen mit mindestens 80% erneuerbaren Energien. Wo ist der Plan in Frankreich? Wir haben alte Kernkraftwerke, die werden immer mehr verlängert. Vor kurzem die Lösung, aha, noch 15 Jahre verlängern. Und sonst? Wo stehen wir dann 2050? Das ist natürlich die echte Frage. Wo stehen wir heute? Wir stehen besser als die Deutschen. Aber wo ist man dann 2050? Wo ist der Plan? Das Problem ist, dass der Atomkonsens in Frankreich andersrum als in Deutschland ist und weiterhin die Franzosen das positiv sehen. Und sogar eine, habe ich heute gelesen oder gehört, eine Grüne in der französischen Politik hat heute gesagt, die Atomkraft ist ein Teil der Lösung, ja, gegen Klimawandel. Jetzt die zweite Frage, Verteidigungspolitik. Trump hat uns näher gebracht. Ja, ich muss es hier ganz kurz machen, weil sonst würden jetzt Stunden reden. Aber Trump hat uns eindeutig näher gebracht. Die Deutschen haben endlich eingesehen, dass wir auch selbstständiger, unsere, auch aus anderen Gründen, dass wir jetzt selbstständiger werden und uns auch verteidigen können. Ne? Aber das Problem ist natürlich, inwieweit werden die Deutschen über den eigenen Schatten springen können oder auch nicht. Die Frage bleibt offen. Zustimmung des Bundestages und so weiter. Ne? In Mali fühlt sich Frankreich tatsächlich recht alleine gelassen von den Deutschen. Ja? Auch wenn die Deutschen mitmachen auf ihre Art und Weise. Ne? Und auch in Afghanistan waren die Deutschen ja sehr präsent, was die Franzosen nie betonen, auch wenn es eher für Frieden und Wiederaufbau war, wie immer, ne? Was vereinbar ist mit dem deutschen Verständnis der Sache. Und dann wir schreiten voran auf jeden Fall. Ja? Es gibt immer wieder Hindernisse, auch gemeinsame Rüstung und so weiter, man hat ja wieder in letzter Zeit gesehen, geht alles langsam, aber kommt voran. Die Frage ist natürlich, ob die Briten mit im Boot sind oder nicht. Die französischen Pläne, die entwickelt wurden, man kann die Briten mit drin im Boot haben, ne? Auch wenn sie nicht mehr in der EU sind. Und das ist natürlich ganz wichtig, weil ohne die Briten werden es ja jetzt auch natürlich viel schwieriger sein. Und zum Schluss die Bundestagswahl, der Wahlkampf in Frankreich im Moment noch kaum wahrgenommen. Ich verfolge das natürlich aus beruflichen Gründen, ne, aber in Frankreich im Moment noch gar nicht wahrgenommen. Das System ist auch so ganz so anders als in Frankreich, dass die Franzosen schon Schwierigkeiten haben zu verstehen, warum 3 Monate nach einer Bundestagswahl immer noch kein Kanzler da ist. Bei uns weiß man am Abend nach der Wahl, wer da am nächsten Tag regiert in unserer Monarchie, ne? So kurz gesagt. Aber wie gesagt, das mit Baerbock, Laschet und den anderen ist in Frankreich im Moment nicht präsent. Präsent ist im Moment, wenn ein Wahlkampf, dann der französische Wahlkampf, und damit möchte ich jetzt mal enden, schließen. Das heißt, wir haben ja auch eine Präsidentschaftswahl 2022 und ehrlich gesagt, und hoffentlich kommt das Beste, aber ich bin für Frankreich besorgter als für Deutschland. Und ich hoffe, ich täusche mich. Wir hoffen mit dir, liebe Michelle, ich darf mich im Namen aller Zuseherinnen
und Zuseher ganz, ganz herzlich bedanken. Das war phänomenal, das war fulminant, das war so engagiert, wie ich dich kenne. Expertisenreich, kenntnisreich, du weißt auf alle Fragen eine Antwort. Und das, was mich fasziniert, ist die Mischung aus geschichtlicher, historischer und auch politikwissenschaftlicher Perspektive und Analyse. Das ist eine gelungene Synthese. Ich danke dir ganz aufrichtig für die Zeit, die du dir genommen hast, durch einen umfangreichen, ergiebigen Vortrag mit vielen Erträgen und für eine noch weiterführende, spannende Diskussion. Es war mir ein großes Vergnügen. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci bien cordialement. Liebe Michel, großartig. Grandeur. Danke. Jawohl, und hier gern geschehen. Es hat mich auch gefreut, dass wir mal wieder gemeinsam ein Europagespräch führen. Unbedingt. Danke dir.